nach einem erlittenen Schlaganfall sind häufig noch Hirnfunktionen gestört, trotz einer rechtzeitigen Akutbehandlung im Krankenhaus und einer sich anschließenden stationären Rehabilitationsbehandlung. In der Folge können weiterhin Lähmungen, Gefühlsstörungen, Sprachstörungen und Gangstörungen sowie Sehstörungen vorhanden sein. Zusätzlich kann aber auch die Aufmerksamkeit, die Konzentration, das Gedächtnis und die Stimmung beeinträchtigt sein. Das menschliche Gehirn ist aber durch seine große Plastizität mit Aktivierung benachbarter Hirnregionen auch noch Wochen und Monate nach dem Schlaganfall in der Lage, solche Defizite auszugleichen. In unserer neurologischen Praxis werden Ihre Ausfälle zunächst ausführlich untersucht und analysiert, um anschließend einen individuellen Therapieplan für Sie zu erstellen, um Ihre Einschränkungen zu verbessern. Lähmungen, Gefühlsstörungen und Gangstörungen werden direkt in dem an unsere Praxis angeschlossenen neurologischen Therapiezentrum behandelt. In diesem Trainingszentrum kommen modernste neurophysiologische Therapieformen und Trainingsgeräte zum Einsatz. Unseren Patienten werden zusätzlich Übungen vermittelt, die sie täglich zu Hause in Eigenregie durchführen können. Diese Behandlung findet unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle und gegebenenfalls Anpassung der Therapie statt. Durch den Einsatz einer wiederholten Stimulation des Gehirns mittels spezieller Magnetspulen können auch im chronischen Stadium geschädigte motorische Hirngebiete nach einem Schlaganfall zusätzlich aktiviert werden. Unsere Psychologinnen führen mit den Schlaganfallpatienten nach einer ausführlichen Testung ein spezifisches Hirnleistungstraining durch, das bei Bedarf auch ein Gesichtsfeldtraining, Sprachtraining und die Verbesserung des räumlichen Sehens umfasst. Dabei kommen auch spezielle Computerprogramme zum Einsatz. Neben der Aktivierung des Gehirns durch das spezielle Training ist auch das Erkennen und Behandeln von Schlaganfallfolgeerkrankungen wie einer Depression, einer Epilepsie und einer übermäßigen Müdigkeit ein wichtiger Bestandteil der Schlaganfallnachsorgebehandlung. Dazu gehört auch eine Ultraschalluntersuchung der Arterien, die das Gehirn mit Blut versorgen, im Hals-, Schläfen- und Nackenbereich, um Arteriosklerose, Verengungen der Arterien und Verschlüsse zu erkennen, zu kontrollieren und konsequent medikamentös zu behandeln. Unser Behandlungsziel ist es, dass Sie keinen Schlaganfall bekommen oder nach Ihrem Schlaganfall wieder ein selbstständiges und angstfreies Leben führen können und nicht durch die Symptome des Schlaganfalls nachhaltig eingeschränkt sind.